Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist der André von GNS Grimmer. Ich bin auf der CMT in Stuttgart auf dem Stand von Tenhaft und vertrete den Guido. Ich habe das Vergnügen, mit euch ein Interview zu führen. Hier ist die Babette. Hallo. Es gibt einige neue Sachen, sehr, sehr interessante Sachen bei euch. Ja. Da kommen wir aber dann später dazu. Ich habe jetzt erstmal eine Frage. Was machst du bei Tenhaft? Wofür bist du zuständig? Okay, hallo. Damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Erstmal schönen guten Morgen. Willkommen bei uns auf dem Stand von Tenhaft. Ich bin seit fast 8 Jahren bei der Firma Tenhaft im Marketing und im Vertrieb. Meine Hauptaufgabe ist das Marketing, also die Messen, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit, auch jetzt YouTube-Filme zu machen. Daneben unterstütze ich unsere Vertriebsleitung in allen täglichen Angelegenheiten eigentlich, also Backup. Das ist so die Hauptaufgabe, die ich da mache. Ja, also hast du verschiedene Epochen mit Ausbaustufen alles schon mit durchgemacht? Genau, und also ich habe auch zum Beispiel unsere ganzen, die Entwicklung von unserem Stand mitgemacht, so wie wir den heute hier präsentieren, ist es natürlich schon ein sehr gutes, großes Konzept. Ja. Ja. Fokus auch verschiedene Produktgruppen, was wir dann nachher noch auch besprechen mit Marcel. Ja. Das ist schon interessant, wie sich das entwickelt bei Tenhaft. Ja. Auch unsere Außendarstellung, glaube ich. Ja, ja. Auf LinkedIn sind wir jetzt seit letztem Jahr auch ein bisschen mehr unterwegs, versuchen da unser Profil aufzubauen. Ja. Und freuen uns über jeden neuen Follower. Wir verbauen ja hauptsächlich die Anlagen von euch. Und da kommen wir aber dann später noch mit dazu, was es da im Einzelnen Neues gibt, was es schon lange gibt, was immer wieder nur verbessert wird. Warum gibt es da nichts Neues? Weil die von Haus aus gut sind, die Produkte. Ja. So. Funktionieren überall. Also ich fahre sie ja selber, egal ob im Ausland oder egal in welcher Ecke man steht. Es funktioniert ganz einfach und deswegen stehen wir heute hier und führen ein interessantes Gespräch. Und dann würde ich mal sagen, holen wir den Marcel noch mal schnell dazu. Sehr gerne, sehr und gerne. Und wir sehen uns dann noch mal wieder. Gerne, freue mich. Bis dann. Danke, tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen, Marcel. Ich freue mich, auf eurem Stand zu sein. Die Babette hat sich gerade vorgestellt. Jetzt bin ich bei dir. Wo kommst du her? Was machst du? Wie lange bist du schon dabei? Damit auch die Zuschauer wissen, wo du hingehörst. Jawohl. Guten Morgen, André. Schön, dass du da bist. Ja. Aus dem schönen Grimmer. Jawohl. Mein Name ist Marcel Labatsch. Ich bin 53 Jahre alt, seit 14 Jahren mit meiner Frau und den Kindern Camper. Und so bin ich auch zu Tenhaft gekommen. Ich habe die Firma schon viele Jahre verfolgt und seit letztem Jahr im Mai bin ich dann zum Unternehmen gestoßen und seit dem 1. Januar habe ich unseren langjährigen Vertriebsleiter, den Herrn Seiler, der in verdiente Rente gegangen ist, beerben dürfen nach einer schönen Einarbeitung. Habe viele Händler besucht, rund 130 Händler besucht im letzten Jahr, damit ich vor Ort weiß, was los ist. Seit Januar, wie gesagt, leite ich jetzt unseren Vertrieb und im Vertrieb kümmern wir uns in erster Linie um die Endkunden. Das heißt, wir machen auch im Vertrieb den Endkundenservice. Die ganze Woche sind wir erreichbar für jeden Privatkunden, der jemals eine Antenne bei uns gekauft hat und haben im Endeffekt eine Zweigliederung. Das eine Team besucht die Händler die ganze Woche und stellt Neuheiten vor und zeigt, wie wir die Reparaturen machen. Und das andere Team kümmert sich um die Hersteller. Das ist so meine Aufgabe. Und ja, genau. Support war ein sehr guter Stichpunkt. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Denn der ist bei euch wirklich sehr gut, beziehungsweise außergewöhnlich. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Okay. Erklär uns mal, wie hat Tenhaft angefangen, mit was hat Tenhaft angefangen, was war so die Intention, wo ist die Reise hingegangen und vielleicht sogar schon ein kleiner Anschnitt am Anfang von dem Video, was kann der Camper erwarten? Ja, sehr gerne. Also Tenhaft ist das, was ich jetzt auch für mich gesucht habe, ein Familienunternehmen aus dem badischen Keltern, also in der Nähe von Pforzheim, zwischen Stuttgart und Karlsruhe gelegen. In den 90er Jahren haben die Brüder Tenhaft begonnen, vollautomatische Satellitenanlagen zu entwickeln.
Und damit haben wir jetzt seit 30 Jahren aufgebaut auf die Oyster 4, die es mit 65er und 85er Spiegel gibt, ein Antennensortiment entwickelt, das es dem Camper ermöglicht, per Knopfdruck innerhalb von wenigen Sekunden in ganz Europa den richtigen Satelliten zu finden. Das waren die Anfänge. Es kamen dann später weitere Produkte hinzu. Wir haben mittlerweile ein komplettes TV-System von 21 bis 39 Zoll. Und wir haben jetzt in der jüngeren Vergangenheit mit der Oyster Connect ein einzigartiges LTE-WLAN-Produkt auf den Markt gebracht. Das war 21/20/22. Haben mit dieser Antenne, mit der SIM-Karte oben, eine unerreichte Empfangsreichweite erzielt. Ja? Und wenn du fragst, was jetzt erwartet werden kann mit dem heutigen Tag, 10 Uhr, zeigen wir zwei weitere neue Produkte im Thema LTE-WLAN, die im Endeffekt aus diesem Sortiment eine ganze Familie machen. Ich habe sie schon in den Händen gehabt, war letztens bei euch erst bei der Schulung und interessiert wirklich sehr, sehr viele Leute, denn das Thema war immer, wenn wir jetzt schon mal bei dem technischen Bereich sind, SIM-Karte oben auf dem Dach. Wir wissen, warum das so ist. Das machen wir aber dann drüben an der Antenne direkt, das Technische, warum die SIM-Karte da oben drin ist. Aber viele haben dann gesagt, ja, und Zweitkarte, und wenn ich mal ins Ausland fahre und sowas, das machen wir aber dann direkt drüben vor der Antenne. Da können wir das dann auch mal zeigen. Es gibt den guten Grund, warum das bei der Oyster Connect oben drin ist. Und es gibt aber auch jetzt einen guten Grund, warum wir es anders machen. Die Connect-SIM-Karte oben und die neue Access- und EasyNet-SIM-Karte unten im Router, Dual-SIM in Zukunft. Die Connect ist weiterhin die Antenne mit der besten Empfangsreichweite am Markt. Also wir gehen bis zu 30 Kilometer weit weg und holen dort die Signalstärke, die der Camper braucht. Das ist irgendwo zwischen 8 und 20, 22 Mbit. Das braucht man, um mit der Familie zu streamen und Teams-Besprechungen zu machen, um Wi-Fi-Calls zu führen. Das ist das, was wir richtig gut können. Ja? Und dazu braucht es die neue Wunderwaffe eben nicht. Ja? Da kommst du später bestimmt noch drauf, weil wir nicht die Bandbreite zählen, sondern die Datenrate, die wir von weit her holen, und zwar, wenn der Camper ganz weit draußen ist. So sieht's aus. Dann gehen wir ins technische Detail und dann fangen wir an. Neue Fernsehgeräte habt ihr übrigens auch wieder. Genau. Oder auch noch mit dazu. Und das Ganze in Kombination Sat-Anlage. Ein Knopfdruck findet sofort den Satelliten, speichert sich sogar die alte Position, also sucht nicht die ganze Zeit, sondern geht direkt wieder an den Bereich ran und findet dann sofort den Satelliten mit dem neuen Fernseher, mit den neuen Internetantennen. Und dann würde ich sagen, das ganze Multimedia-Konzept, das neue von euch, machen wir direkt am Gerät. Fange ich mit der Babette an? Das würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder direkt am Gerät, beziehungsweise an der Sat-Anlage oder an dem Fernseher. So, Babette, wir haben uns jetzt mal auf eine andere Ecke von eurem Stand verzogen oder sind mal hingegangen. Ihr bietet für den Camper eine Komplettlösung an. Genau. Erklär das mal bitte. Also, wir haben uns im letzten Jahr Gedanken gemacht, weil es gibt ja viele Kunden, die kommen zu uns und fragen uns, Satellit oder Internet und was soll ich machen? Und das ist eine Frage, die können wir ja für den Kunden nicht beantworten. Wir wissen ja nicht, was braucht der Kunde, was möchte er. Idealfall, auch natürlich für uns, er hat beides. Für den Kunden langfristig wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ich meine, es gibt Kunden mit einem kleinen Kastenwagen, ja, da kann ich keine Oyster 5 drauf machen, ja, das ja. ist klar. Aber da geht dann nur eine Internetanlage. Manche sagen, ich brauche kein Internet, aber es ist immer so ein nicht klar definiert. Und dann haben wir gesagt, wir bieten den Kunden ein Paket an. Ja. Ja, da hat der Kunde zum einen alles und er hat auch einen Ansprechpartner. Das ist auch ganz wichtig. Also wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass unsere Anlagen auch natürlich mit anderen Fernsehern laufen oder mit anderen Receivern. Und dann hört es dann schon bei der Kundenberatung auf. Ja? Also genau. Wenn der Kunde alles hat, ja, wir haben das jetzt genannt, Multimedia-Paket. Ja, das sind unsere Multimedia-Pakete, wo wir jetzt auch hier auf der CMT erstmalig präsentieren. Ja.
Und auch, ich denke, wir sind eigentlich hier die Einzigen, die das so in dem Maß anbieten. Mit diesen Paketen möchten wir das Rundum-Sorglos-Paket Multimedia für den Kunden anbieten. Eine All-in-One-Lösung für den Kernmeier. Wir sehen das ja auch, wenn wir das verbauen. Internetrouter ist von dem, Fernseher ist von dem, die SAT-Anlage ist von dem. Und dann das alles perfekt zu kombinieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Da funktioniert das eine, aber das andere funktioniert nicht richtig. Und da seid ihr jetzt dabei, alles aus einer Hand. Und im Prinzip, auf Knopfdruck, funktioniert genau, das. Genau, genau. Und wir haben zwei Multimedia-Pakete. Ein Multimedia-Paket Pro, natürlich mit der Oyster, Oyster 5 Twin SKU, also der absolute... Ne? Das Highlight? Genau, dann die XS, das ist eine der neuen Internetantennen, die der Marcel euch dann zeigen wird noch. Ja. Und ein 24 Zoll Smart TV. Ja, so, das hat ist man, das so ist man im Prinzip voll ausgestattet. Wir haben ich sag mal, das Flaggschiff der, der SAT-Anlagen von euch. Genau. Wir haben den Internetzugang nach draußen, jetzt mit... Bei der XS habe ich ja die... Ein anderes System. Ich habe eine Indoor-Unit, wo die SIM-Karten im Fahrzeug verbaut sind. Genau, das ist zum Beispiel der neue Aspekt, der hier jetzt erstmalig vorgestellt wird. Wir haben die SIM-Karte im Fahrzeug. Es gibt nach wie vor, wie Marcel gesagt hat, die Oyster Connect ist von der Performance die beste Internetantenne, die es gibt. Genau. Aber es gibt Kunden, die möchten die SIM-Karte im Fahrzeug haben. Und für diese Kunden, die möchten wir natürlich auch bedienen und zufriedenstellen. Und dann haben wir eben auch andere Internetantennen gemacht. Super. So. Den Fernseher, der gehört zu dem Multimedia-Paket noch mit dazu. Somit alles aus einer Hand, alles kommuniziert miteinander, funktioniert problemlos. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das andere Multimedia-Paket noch an. Wir gehen mal rüber, die Kamera folgt mir und wir laufen einfach mal darüber. So. Ja, noch die zwei Hundis hier vorbeilassen und dann geht's weiter. Das ist jetzt das Kleine. Hier stehen wir vom Multimedia Paket 2 und da, Babette, erklärst du weiter? Genau, also das Prinzip ist das gleiche wie bei dem Multimedia Paket Pro. Ich habe auch eine Satellitenantenne. Das ist die Oyster 70 in dem Fall. Kleinere Reichweite. Twin-Anlage, aber ohne SKU. Und eine kleinere Internetantenne. Also kleiner in dem Sinn, dass die Außenantenne auf dem Dach kleiner ist und deswegen auch von der Reichweite nicht die Leistung hat, wie es jetzt die XS oder die Oyster Connect hat. Ja. Wir haben hier der Marcel wird drauf eingehen, aber auch ein Router mit zwei SIM-Karten im Fahrzeug verbaut. Ja, aber ich sehe gerade, die kleinere Antenne passt zum Beispiel super auf einen Kastenwagen. Ja, wenn man so das Trapezblech da oben drauf hat, dann passt die entweder oben drauf oder eben dazwischen drinnen. Ja. Wir haben auch mit zwei verschiedenen Gewindelängen, das haben wir hier dargestellt, je nach Dachstärke. Genau. Fernseher wieder mit dabei. Genau. Die habe ich selber auf meinem Wohnmobil drauf. Ja. Auch als Twin. Funktioniert auf Knopfdruck. Ich schalte mit der Fernbedienung vom Fernseher einfach auf On. Ja, genau. Die SAT-Anlage fährt aus, sucht sich sofort den Satelliten und dann geht der Fernseher auch, kommt mein Bild auf den Fernseher und ich habe, wie gesagt, das Sorglos-Paket, ein Knopfdruck und es funktioniert alles. Ich möchte noch anmerken, diese Multimedia-Pakete, wir haben es auch hier geschwärmt im Flyer extra gemacht. Genau. Kommt hier auf den Stand, die Flyer liegen aus, dann könnt ihr euch über die verschiedenen Multimedia-Pakete informieren. Gespräch, persönlich. Genau. Wir haben heute also unsere Internetseite aktualisiert, wir haben alle neuen Produkte online gestellt, gibt es alle Informationen auch auf der Internetseite. Das gibt es nur im Fachhandel, möchten wir noch anmerken, weil wir darauf angewiesen sind, dass das ordnungsgemäß installiert wird im Fachhandel. Da kommen wir dann wieder ins Spiel. Da kommt ihr ins Spiel, ganz wichtig. Unter anderem. Es gibt noch viele, viele mehr. Ja. Aber wenn man wirklich ein Premium, ich sage jetzt mal ein Premium-Produkt haben möchte, dann nimmt man erstens alles aus einer Hand, weil das aufeinander abgestimmt ist. Und ja, ich sag mal, persönlich für mich gibt es nichts Besseres wie eine Anlage von Tenhaft. Ja, und wir versuchen persönliche Meinung von mir. Unsere Kunden zufriedenzustellen. Wir haben es auch schon mal mit dem Guido gehabt. Wir sind
5 Tage die Woche da. Wir haben einen Telefonservice, wir haben 3 Techniker am Telefon sitzen, wirklich aus der Werkstatt, nicht irgendwie Hotline, sondern Werkstatt. Ja. Wir versuchen wirklich da zu sein für die Kunden. Der Support, da will ich dann mit Marcel gleich nochmal drüber sprechen, ist ja, ihr habt den eigenen Stellplatz, also ihr macht Kundentermine, ihr habt den eigenen Stellplatz. Ich habe sogar vom Guido gehört, da kommen früh Brötchen ans Wohnmobil. Klar. Ich war leider noch nicht bei euch, aber das probiere ich auf alle Fälle irgendwann mal aus. Auch wenn ich nur wegen der Brötchen zu euch komme. Ja. Und dann wird der Kunde abgeholt von seinem Stellplatz, es geht in die Werkstatt, wenn da mal ein Problemchen ist. Ja. Und dann ist die Rundumversorgung eigentlich bei euch gegeben. Man geht gestärkt aus dem Wohnmobil und hinterher bekommt man das Wohnmobil durch euren Support gebaut wieder zurück. Gut, genau. Versuchen wir das Beste. Sehr schön, sehr schön. So muss das sein. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Sehr gerne. Jetzt gehe ich noch mal zum Marcel und dann gehen wir noch mal ins Eingemachte und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, haben mal was getrunken. Denn jeder, der das schon mal gemacht hat, der merkt dann, jetzt ist mal Zeit für einen Schluck Wasser. Aber Marcel, wir sind jetzt bei euren neuen Fernsehgeräten, denn wir haben nicht nur neue Farbe an der Satanlage, wir haben nicht nur neue Internetantennen, sondern wir haben auch neue Fernsehgeräte. Erklär mal kurz, worum es da geht. Ja, danke André. Richtig, wir sind jetzt im Endeffekt bei der zweiten Generation von Smart-TV-Geräten, die wir jetzt erstmals vorstellen auf der CMT. Und zwar laufen diese Smart-TV-Geräte mit dem sogenannten VIDAA-Betriebssystem, V-I-D-A-A. Das ist ein Betriebssystem, das weltweit bei einigen sehr großen TV-Herstellern bereits im Betrieb ist, ein US-amerikanischer Hersteller. Und der Vorteil ist, dass dieses Betriebssystem im Vergleich zu Android-basierten Systemen unheimlich schnell ist. Ja. Die Apps kommen nach und nach momentan auf den Markt. Also es gibt einen VIDAA-eigenen App Store und die Fernsehgeräte haben wir jetzt von 19 bis 32 Zoll bereits lieferbar. 39 kommt dann im Frühsommer. Ja. Das heißt, ich kann meine Sat-Anlage über eure App bedienen. Ich kann jetzt meinen Fernseher über eine App bedienen. Dann bin ich ja multimedia-technisch ganz weit vorn. Genau. Also wichtig ist, dass es zwei verschiedene Apps sind. Die VIDAA-App, da komme ich gleich drauf, die zeige ich hier gleich. Die Antenne, die Sat-Antenne wird über die Oyster-Sat-App bedient und hat ganz spezifische Funktionsumfänge. Und was du richtig sagst, ist die neue TV-Gerät-Serie, die man hier auch mit der Bluetooth-Box auch sieht. Die neue Serie kann ich eben auch mit der VIDAA-App bedienen. Ich mache hier jetzt einfach mal, um zu zeigen, wie schnell das läuft. Jetzt haben wir hier gerade HDMI oder einen DVD-Zuspieler laufen. Ja. Und wenn ich hier jetzt auf den YouTube-Knopf drücke, dann sieht man, wie schnell das läuft. Ja, und man kann hier ohne Verzögerung auf den Fernsehprogrammen spielen, ist drauf. Ja, und da haben wir die übliche Werbung, deshalb schalte ich jetzt wieder zurück. Und das Ganze kann ich neben der Fernbedienung eben auch mit der sogenannten VIDAA-App machen. Ich stelle jetzt die Verbindung her, Gerät verbinden, Smart-TV verbunden und damit bin ich im Endeffekt hier genauso mit den Apps verbunden, habe die App-Darstellung hier drin. Ich nehme das mal kurz, sodass wir das mal sehen können. Aber das könnt ihr euch alles hier auch nochmal auf den Stand zeigen lassen, von dir zum Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Eine rundum, wie nennt man das heute? Rundum sorglos Paket, all inclusive. All inclusive, alles was geht, ist hier ganz einfach mit drin. Genau, die Fernseher selber mit einem unheimlich schmalen Rand, mit einer entsprechenden VESA-Halterung kriegen wir überall rein und auch so, dass wir hier die Soundbar immer schön integrieren können. Kleine Features gibt es natürlich noch, man kann auch Bluetooth streamen vom Mobiltelefon zum Beispiel und dann das TV-Gerät, das Bild abschalten, spart natürlich entsprechend Strom. Ja. Ja. Und solche Kleinigkeiten sind natürlich Texteingabe hier und Cursor-Bedienung, alles auch mit dem Mobiltelefon möglich. Einwandfrei, das finde ich eine sehr gute Lösung, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt hier oben was sucht,
zum Beispiel bei dem YouTube-Kanal, ich suche hier oben was, dann kann ich das auf dem Telefon eingeben. Genau. Denn ich kenne das noch mit der Fernbedienung, Tastatur vom Fernseher. Dann wird das immer ein bisschen problematisch mit den Buchstaben so rechts, links und hoch und runter. Genau. So gebe ich das einfach in die Handy-App ein und es erscheint hier oben auf dem Fernseher. Und dann habe ich das auch schon da. Return und dann ist es da. Genau. Perfekt. Super, wunderbar. Dann danke ich dir noch für das Gespräch. Ich würde mich heute für hier verabschieden. Ich habe noch eine kurze Frage. Ab wann kann der Camper alles, was wir heute hier vorgestellt haben, erwarten? Wann kann er es kaufen? TV-Geräte sind bereits im Fachhandel. Ja, wir liefern ja ausschließlich über die Großhändler an die Werkstätten, wie auch an dich, über die bekannten Großhändler. Da sind die Fernsehgeräte schon vorrätig und die beiden neuen Antennen sind lieferbar ab Mitte Februar. Okay. Dann wissen wir alle Bescheid. Ihr könnt sie natürlich jetzt schon ordern überall. Genau. Ihr könnt euch jetzt hier zur CMD schon beraten lassen, um dann vielleicht zu sagen, ich entscheide mich für die oder für die. Genau. Und dann kommt das Ganze Ende Februar ins Haus oder viel besser gesagt zu dir als Fachhändler. Zum Beispiel, ja. Weil das ist ja auch das Wichtige bei uns. Die Fachhändlerpartnerschaft, unsere Geräte sind einfach zu bedienen, aber die sind nur dann einfach zu bedienen, wenn sie auch fachgerecht eingebaut werden. So sieht's aus. Und das geht nur bei dir und bei den Kollegen im Fachhandel, die im Übrigen bei uns auch jährlich geschult werden. Nur genau. So funktioniert das. Genau. Na? Wir hatten gerade ein nettes Beispiel, weil du Schulung angesprochen hast. Ein Morello-Fahrer, kann man ja wirklich sagen, hat ein Problem. Er hat die runtergefahren, mit dem Schnee wieder hängen geblieben und er wollte da Support haben. Ich war letztens erst auf der Schulung bei euch und konnte ihm da eine ausführliche Antwort geben und er wusste sofort Bescheid und war zufrieden. Genau, das ist unser Motto. Wir wollen Service bieten. Wir bieten 36 Monate Garantie auf Teile, auf Arbeit und im Endeffekt auch ganz wichtig, was die Nachrüstung angeht. Wir können alle Antennen warten, die wir jemals produziert haben in unserem eigenen Werk. Auch wenn es mal schwieriger wird, kann man als Werkstattprofi auch die Antenne zu uns einschicken. Ja. Wir haben die Ersatzteile bis zurück in die 2000er Jahre und bieten auch Updates für alle Anlagen. Und das vielleicht noch zum Schluss, wenn die HD-Sender nächstes Jahr nur noch auf dem Markt sind und die niedrige Auflösung abgeschaltet wird, bieten wir zum Beispiel auch Nachrüstboxen an, die eine Antenne von 2010 zum Beispiel mit demselben Kabelsatz wieder verbindet mit einem neuen Steuergerät. Damit sparen wir Ressourcen und der Kunde muss nur das tauschen, was wirklich die neue Technologie braucht. Genau, die alte Antenne kann auf dem Dach bleiben. Der Receiver, sagen wir es mal so, verständlich, wird ausgetauscht, wird kompatibel gemacht mit der alten Antenne und funktioniert einfach weiter, ohne eine komplette Neuinstallation. So ist es. Aber damit du hier nicht übernachten musst, würde ich sagen, komme ich jetzt mal zum Ende. Ja? Genau. Ich bedanke mich bei dir und bei deiner Frau an der Kamera und am Ton für den spannenden Morgen. Ja, wir gucken mal, was die Messe alles bringt. Ich wünsche dir, euch, alles Gute und ja, wir sehen uns bestimmt im Laufe der Messe nochmal wieder. Alles klar. Dann ohne Kamera. Ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.